Hallo, in dem heutigen Video soll es um Osteoporose gehen und Frauen in der Meno. Das ist so ein häufiges Thema und ich werde immer wieder gefragt, ob ich dazu nicht mal ein Video machen kann. Hier ist es. Eigentlich erscheint es logisch, wenn man sagt, bei der Osteoporose gibt es einen Kalziummangel. Im Prinzip stimmt das auch, aber doch eben ist das nur die halbe Wahrheit. Supplementierungen machen da nur wenig Sinn, weil besonders Kalzium haben wir eigentlich nicht wirklich einen Mangel. Fast alle Lebensmittel enthalten Kalzium. Wir brauchen ca. 1000 Milligramm am Tag und die nehmen wir eigentlich über die Nahrung auf. Also das sollte man sich wirklich überlegen, ob man da mit Supplementen entgegenwirken kann, weil es hat eigentlich nicht den Effekt. Warum? Das will ich in diesem Video eben erklären. Wir brauchen für das Kalzium in den Knochen eben ein paar Dinge, die wichtig sind, die das Kalzium, was wir in unserem Körper haben, an die richtige Stelle zu bringen. Denn normalerweise ist es so, dass wir, Kalzium ist unser häufigstes Mineral im Körper, mengenmäßig stärkstes Mineral, und 99% davon sollten bei uns in den Knochen sein. Je älter wir werden, desto mehr verlagert sich Kalzium. Kalzium in den Knochen wird abgebaut und Kalzium im Weichteilen, im Gewebe, in den Zellen reichert sich an, lagert sich an. Wenn wir sehr kalziumreich essen, aber die entsprechenden anderen Parameter nicht parat haben, dann ist der Körper gezwungen, das Kalzium irgendwo hinzulegen und er legt es intrazellulär, also er legt es in die Zellen oder in Gewebe ab, die, wo wir es nicht haben wollen. Das führt dann zu Entzündungen, führt zu Schmerzen, führt zu Versteifung und unseren Knochen ist eigentlich nicht gedient. Was wir am allermeisten brauchen, ist das Vitamin D. Das weiß auch jeder eigentlich, ist schon Allgemeinwissen, aber Vitamin D ist auch nur die halbe Miete, denn Vitamin D sorgt natürlich dafür, dass wir aus unserer Nahrung noch mehr Kalzium resorbieren können, also entnehmen können. Vitamin D hat die Fähigkeit, dass die Kalziumresorption unserer Nahrung um das 20-fache zu erhöhen. Das ist enorm. Ja, also wir brauchen, wenn wir Vitamin D genügend im Körper haben, brauchen wir keine Angst haben, dass wir unter Kalziummangel leiden. Dennoch haben wir das Problem mit dem Knochenabbau. Und da jetzt kommt's. Wir brauchen eben neben Vitamin D auch das Vitamin K2. Das ist ein Schlüsselelement dafür, dass Kalzium eben, wenn wir es mit dem D besser resorbieren, dann auch in die Knochensubstanz hineinbringen können. Vitamin K sorgt auch dafür, dass das im Körper, in den Geweben schon eingelagerte Kalzium wieder gelöst werden kann und in die Knochensubstanz eingebaut werden kann. Aber dazu braucht es noch weitere Faktoren. Aber Vitamin K ist ganz, ganz wichtig, damit Vitamin D in der richtigen Weise funktioniert. Wenn wir nur Vitamin D supplementieren und wir in der nördlichen Hemisphäre sind ja darauf angewiesen, weil das beste Vitamin D bekommt man natürlich von der Sonne, aber die meiste Zeit des Jahres haben wir nicht genügend Sonneneinstrahlung, sodass wir darauf angewiesen sind, Vitamin D zu supplementieren. Aber wenn wir eben dabei das Vitamin K2 vergessen, also Vitamin D3 plus K2 ist eben wichtig, damit Kalzium im Körper richtig funktioniert. Und jetzt noch einmal, wenn ihr als Frauen in der Meno, da seid ihr eben besonders davon betroffen, dass das Kalzium aus den Knochen gezogen wird. Der Fakt ist der, dass Kalzium, der Knochen wird durch Osteoblasten aufgebaut und durch Osteoklasten abgebaut. Jetzt haben wir, wenn wir in die Meno gehen, unsere Ovarien, die fahren ihre Funktion auf Null zurück. Die Produktion von Östrogenen und Progesteronen wird eigentlich eingestellt und andere Stellen im Körper müssen übernehmen.
In einem früheren Video habe ich schon einmal erklärt, welche Gefahr darin besteht, wenn wir in dieser Zeit zu stark im Stress stehen. Stress ist der größte Faktor für den Knochenabbau. Das liegt daran, dass wenn wir in die Meno gehen, eben Östrogene runterfahren und in dem Moment, wo Östrogene runterfahren, werden Osteoklasten aktiviert, also mehr aktiviert und die Osteoblasten gehemmt. Das hat zur Folge, dass eben mehr Knochensubstanz abgebaut wird als aufgebaut. Wir sind ja im Körper immer, da funktioniert ja immer beides, Aufbau und Abbau nebeneinander, parallel. Aber wenn wir da eine Disbalance haben, zu viel Stress haben und unser Östrogen runterfährt, aber die Nebennieren, die normalerweise übernehmen und Östrogene produzieren, eben durch den Stress mehr im Cortisolproduktionsprozess sind, dann geschieht, dass die Osteoklasten die Oberhand gewinnen und die Knochensubstanz stärker abgebaut wird. Und Cortisol ist ebenfalls ein osteoklastenförderndes Hormon. Immer wenn wir Cortisol fördern oder durch Stress eben aktivieren, ist die Gefahr groß, dass dabei auch Knochensubstanz eher abgebaut statt aufgebaut werden könnte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im chronischen Stress sind, wenn wir schon seit Jahren zu viel Stress haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Osteoporose passiert. Das ist nämlich der Abbau der Knochensubstanz. Und das liegt daran, dass die Osteoklasten einfach in der Überhand sind, dass es da eine zu starke Gewichtung auf den Knochensubstanzabbau gibt. Wenn dich das näher interessiert, wo du da gerade stehst, dann kann ich dir empfehlen, es gibt einen Test, einen CT-Scan, ein Scoring, Calcium-Scoring nennt sich das. Da könnt ihr testen, wie viel Calcium in eurem Körper außerhalb der Knochen eingelagert ist. Besonders um die Herzgegend. Das ist ein Test, den man eigentlich durchführt, um herauszufinden, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken, die in Verbindung mit Calcium steht. Calcium in den Geweben ist wirklich toxisch. Es sorgt für Entzündungen in den Gelenken, es sorgt für Herzinfarkt, es sorgt für Schlaganfall, es sorgt auch für Diabetes ist mit beteiligt daran. Ne? Das ist jetzt nicht alleine, aber es ist immer irgendwo mit beteiligt, denn dieses Calcium in den Geweben ist Gift. Wie kriegen wir also jetzt das Calcium an die richtige Stelle und was müssen Frauen in der Meno tun, damit ihr Knochenabbau reduziert wird und wir wieder den Knochenaufbau fördern? Zuerst einmal ganz, ganz wichtig, Stressabbau. Wenn ihr in der Meno seid oder durch die Meno geht, sorgt für euch, geht in die Selbstliebe, in die Selbstfürsorge, sorgt dafür, dass ihr genügend Entspannung habt, genügend Schlaf, genügend von den Dingen, die euch dazu bringen können, euren Stresspegel zu senken und Cortisolausstoß zu verhindern. Ja. Dann ist es wichtig, dass Calcium im Körper immer bewegt bleibt. Bewegt deswegen, weil wir eben wollen, dass das Calcium aus den Geweben wieder zurück in die Knochen wandert, wo es hingehört. Wir arbeiten da sowieso schon gegen die Uhr, weil wenn wir älter werden, sind die Resorptionsfähigkeiten verringert, weil wir weniger Magensäure entwickeln und so weiter. Wir auf dem Weg der gesunden Keto, besonders hier Gesundwege-Keto, wir sorgen natürlich über die Ernährung dafür und auch über ein großes Quantum von Selbstfürsorge, das ich auch mit den Frauen trainiere in meinen Trainings, dass wir da einen sanften Übergang haben, der eher davon begleitet ist, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen, damit unsere Knochensubstanz erhalten und auch noch im Alter aufgebaut werden kann. Das ist möglich, aber dazu braucht es ein bisschen Wissen und ein bisschen Strategie. Was wir auch brauchen, ist eben die Supplementierung. Nicht nur Vitamin D3 und K2, sondern Magnesium ist auch wichtig.
Wenn ihr also Magnesium nehmt, dann, also wenn wir einen Überschuss an Kalzium im Körper haben, und das ist sehr wahrscheinlich, je älter wir werden und wenn wir in der Meno sind, dann haben wir garantiert einen Kalziumüberschuss und einen Magnesiummangel. Wenn wir da aber mehr einen Ausgleich schaffen, also immer mehr mit Magnesium supplementieren, lieber in kleineren Dosen und mehrmals am Tag, weil dann die Resorption besser ist, dann schaffen wir schon eher eine Balance, die auch dafür sorgt, dass das Blut besser fließt, dass das Herz sich mehr entspannt, weil wenn Kalzium im Überschuss ist, dann ist auch das Herz belastet. Aber auch wenn wir merken in der Nacht, wir fangen immer an, ein bisschen zu krampfen, dann wissen wir natürlich, dass Magnesium fehlt. Und Magnesium und Kalzium, das sind eben die Antagonisten, die sollten in der Balance sein. Deshalb lieber Magnesium supplementieren als Kalzium, denn Magnesium kann der Körper auch leichter wieder ausscheiden. Das war jetzt meine Message für Östrogen, für Osteoporose und Menopause. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal, um weiter informiert zu bleiben. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal.